Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über Amazon Echo geschrieben, welches er mit 4,9 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Amazon Echo – Erfahrungsbericht über den Amazon Sprachassistenten. Amazon mischt den Markt auch mit ihrer Sprachassistentin Alexa, die im Echo und auch im Echo Dot einem immer zur Seite steht. Das Echo verwendet Fernweltspracherkennung und kann so ein alltäglicher Helfer sein bei diversen Aktivitäten, zum Beispiel als Wecker oder als Lautsprecher, den man über Distanz mit Sprachkommandos bedienen kann. Was Amazon Echo sonst noch kann und wie gut das funktioniert, sagt euch dieser Bericht. Was ist das Amazon Echo? Laut Amazon wird es so beschrieben: Amazon Echo ist ein Lautsprecher, der allein mit ihrer Stimme gesteuert wird. Echo verbindet sich mit dem Alexa Voice Service, um Musik abzuspielen, Informationen, Nachrichten, Sportergebnisse und Wettervorhersagen zu liefern und vieles mehr. Prime-Mitglieder können Alexa auch darum bitten, verfügbare bereits vorher bestellte Produkte oder viele andere Prime-Produkte zu bestellen. Sie müssen nur danach fragen. Um die Sprache zu erfassen, wurden sie Mikrofone eingebaut mit Richtstrahltechnologie, welches ermöglicht, dass man auch aus größerer Entfernung gehört und verstanden wird. All dies zusammen ergibt die Fernfeldspracherkennung, die das Echo deine Stimme aus allen Richtungen erkennen lässt, selbst wenn laut Musik gespielt wird. Der Echo-Lautsprecher hüllt den Raum in einem 360-Grad-Klang. Amazon Alexa App. Bevor man loslegen kann, muss man sich die Alexa App herunterladen und installieren, welche kostenlos ist. Nun kann man das Smartphone mit dem Amazon Echo verbinden. Dafür muss man einfach nur ein neues System einrichten. Es wird Verbindung hergestellt und man muss weiter nichts selbst machen. In der App kann man dann mit dem Echo agieren. So sieht man da zum Beispiel den Verlauf von Sprachkommandos, die man in der Vergangenheit gegeben hat, und man kann diese auch korrigieren. Wenn ein Befehl mal missverstanden wird, so kann man diesen dort verbessern. Da Alexa mit der Zeit lernt, kann sie auch durch diese Korrekturen lernen. Mit der Zeit lernen meint, dass Alexa zunächst einmal immer besser lernen wird, zu verstehen, was man überhaupt sagt. Sie lernt aber auch über persönliche Vorlieben bei Musik oder beim Shopping. Smart Home. Smart Home ist die Funktion, bei der man das Echo mit anderen Geräten verbinden kann. Wenn man also Smart Home Geräte hat, wie Lampen oder Lichtschalter, wie Net Atmo oder Philips Hue, so kann man die mit Hilfe von Alexa bedienen. Das ist vor allem jetzt und in der Zukunft sehr interessant, da die Smart Home Geschichte immer weiter auf den Markt kommt und auch immer zugänglicher wird für das breite Publikum. Skills. Alexa kann auch noch weitere Skills, also Fähigkeiten, erlernen, die man über die App steuern kann. Damit sind eigentlich nur weitere Apps gemeint, die man installieren kann. Dazu gehört unter anderem Spotify. So kann man per Kommando seine liebsten Spotify-Playlists abspielen lassen. Weitere Apps sind zum Beispiel Kitchen Stories, Rezepte, My Taxi, Chefkoch und viele mehr. Auch den Google-Kalender, Amazon Music oder Prime Music lassen sich mit dem Echo verbinden. Schnittstelle Amazon. Das Echo ist ein Produkt von Amazon und natürlich wurde Amazon nahtlos in dieses Gerät eingebunden. So kann man mit Alexa auch bei Amazon einkaufen, indem man ihr sagt, dass man Kopfhörer kaufen möchte. Wenn es schon eine Bestellhistorie zu einem Produkt gibt, so werden diese Ergebnisse zuerst genannt. Falls man also in der Vergangenheit schon einmal Kopfhörer bei Amazon bestellt hat, so ist es gut möglich, dass diese wieder vorgeschlagen werden. Während Alexa also den Preis nennt, kann man zeitgleich in der Alexa-App die Ergebnisse sehen. Anschließend fragt Alexa, ob das Produkt gekauft werden soll. Man kann sich auch über Bestellungen erkundigen, indem man nach dem Bestellstatus fragt oder dem voraussichtlichen Lieferdatum. Amazon Echo benutzen. Um das Amazon Echo zu verwenden, spricht man das Aktivierungswort Alexa aus. Sobald das Gerät ihren Namen hört, leuchtet es auf. Rund um das Gerät sind LED-Lampen angebracht und aus der Richtung, aus der man spricht, leuchtet es durchgehend hellblau. Nach dem Aktivierungswort kommt dann der Befehl: Einen Alarm stellen. Alexa, weck mich morgen um 8 Uhr morgens. Wettervorhersage. Alexa, wie wird das Wetter morgen in München? Staumeldungen. Alexa, gibt es Staumeldungen für die A2? Musik abspielen. Alexa, spiel meine Rock-Playlists ab. Dies sind mögliche Befehle, aber es gibt noch weitaus mehr. Amazon Echo, technische Details. Maße 235x83,5x83,5 mm. Gewicht 1064 Gramm. Das Gerät hat eine WLAN-Schnittstelle sowie Bluetooth-Funktion. Im Lautsprecher bekommt man einen 63 mm Woofer und einen 50 mm Hochtonlautsprecher. Es sind 7 Mikrofone verbaut. Am Kopf des Gerätes befinden sich 2 Tasten. Eine Taste, um die Mikrofonaufnahme stumm zu stellen, und eine Aktionstaste. Im Lieferumfang bekommt man neben dem Gerät noch ein Netzkabel zur Stromversorgung. Amazon Echo – Erfahrungen.
Das Amazon Echo ist auf jeden Fall ein technisches Gadget und für alle, die modernes Tech-Spielzeug lieben, ein Muss. Nach meinen Tests kann ich sagen, dass es reibungslos funktioniert. Ich muss zugeben, dass ich eigentlich damit gerechnet habe, etwas enttäuscht zu sein. Da liege ich aber falsch, denn die Technik scheint sehr ausgereift. Die Spracherkennung ist fast makellos. Es kommt ab und zu vor, dass man missverstanden wird, aber das passiert eher dann, wenn das Echo gerade Musik abspielt. Wenn das der Fall ist, muss man seine Stimme deutlich erheben und den Befehl vielleicht zweimal aussprechen. Mir gefällt am besten die Nutzung von Musikdiensten wie Spotify. Da kann man eben sehr konkret seine Musikwünsche äußern. Die Lautsprecherqualität ist für meine Ansprüche ausreichend. Der Bass geht gut durch den Raum und die Klänge sind klar und scharf. Andere Apps bzw. Skills wie Chefkoch sind sogar sehr hilfreich und motivierend zum Kochen. Mein Fazit: Ich bin echt erstaunt, wie gut der Sprachassistent von Amazon funktioniert und er kann locker Siri von Apple übertreffen, einfach aus dem Grund, dass man hier viel mehr Möglichkeiten hat. Außerdem sehe ich noch eine bunte Zukunft mit mehr Apps und mehr Smart-Home-Geräten. Mit einem größeren Angebot kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass Amazon Echo interessant wird für ein größeres Publikum. Bisher würde ich, wie anfangs schon gesagt, es eher für Technikliebhaber empfehlen, die auf solche technischen Spielereien stehen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.